An die NGN Arena hat man beim SV Schalding-Heining keine allzu guten Erinnerungen. Im Mai 2022 verabschiedete man sich hier mit einem 1:9 Debakel aus der Regionalliga Bayern. Knapp 15 Monate später sind die Niederbayern zurück und nach 3 Niederlagen zum Auftakt nun auch sportlich angekommen. Zuletzt blieben die Grün-Weißen 3-mal in Folge ungeschlagen. Die Trauben im Grabfeld hängen jedoch ziemlich hoch, denn Albstadt ist auch nach 7 Spielen noch unbesiegt und hatte am Dienstag Drittliga-Absteiger Bayreuth beim 2:2 am Rande einer Niederlage. Die erste Aktion in dieser Partie gehörte aber dem SVS, der ja nach der Absage des Heimspiels gegen Schweinfurt am Dienstag eine unfreiwillige Zwangspause einlegen musste. Der Kopfball von Patrick Dhof war allerdings deutlich vorbei. Auch der erste Abschluss auf der anderen Seite nicht wirklich zwingend. Martin Thomann legt sich da den Ball einen Tick zu weit vor und bekommt dann nicht genügend Druck hinter seinen Schuss. Danach das Geschehen relativ unspektakulär, erst nach fast einer halben Stunde die nächste nennenswerte, aber erneut harmlose Gelegenheit für Schalding nach einem Einwurf. Der Puls bei den nicht ganz 800 Zuschauern erhöhte sich eigentlich nur bei Standards oder nach individuellen Fehlern, so wie hier von SVS-Keeper Max Böhnke, dessen riskanten Pass Marco Nickel jedoch nicht bestrafen kann. Insgesamt Albstadt im ersten Abschnitt zwar mit wesentlich mehr Ballbesitz, aber noch ohne die nötige Durchschlagskraft gegen konzentriert verteidigende Gäste, die ähnlich wie zuletzt beim 1:1 bei den Bayern Amateuren tief standen und dann über Umschaltsituationen zum Erfolg kommen wollten. Und das hätte in der 34. Minute auch beinahe funktioniert, der Schuss von Fabian Schnabel aber mit zu wenig Power, da hätte eigentlich mehr rausspringen müssen. Dennoch schlug das Pendel in dieser Phase schon immer mehr in Richtung TSV aus, dem sich dann in der 39. Minute die Riesenchance zur Führung bot. Thomann köpft das Leder aber nur an den Pfosten. Und als sich alle schon mit einem torlosen Remis zur Pause abgefunden zu haben schienen, schlugen die Unterfranken dann doch noch zu. Marco Nickel trifft da durch zwei Gegenspieler hindurch zum 1:0 in der 44. Minute. Die Halbzeitführung zwar spät aufgrund der Spielanteile, aber auch nicht ganz unverdient. Und den Schwung des Führungstreffers nahmen die Hausherren auch mit in Durchgang 2. Nach der Maßflanke von Marcel Volkmuth steht Timo Pitter am zweiten Pfosten völlig blank und trifft mit Unterstützung des Innenpfostens zum 2:0 nach 49 Minuten. Dieser Doppelschlag kurz vor und nach der Pause zog den Gästen nun komplett den Stecker. Albstadt dagegen machte nun mächtig Dampf und drückte aufs 3:0. Doch sowohl Leon Heinze als auch wenig später Thomann scheitern am bärenstarken Böhnke, der seine Mannschaft zunächst weiter im Spiel hielt. In der 61. Minute war dann aber auch er machtlos. Adrian Kireski erhöht mit diesem satten Flachschuss auf 3:0. Erster Saisontreffer für den Neuzugang und somit die frühe Vorentscheidung in diesem Match. Die Gäste offensiv nach dem Seitenwechsel quasi nicht mehr vorhanden und nun auch defensiv bei weitem nicht mehr so stabil wie zu Beginn. Einzig der mit Abstand beste Schaldinger Böhnke verhinderte ein komplettes Debakel. Einmal musste er dann aber doch noch hinter sich greifen. In der 79. Minute setzte der eingewechselte Max Schäback mit dem 4:0 den Schlusspunkt unter diese lange offene, am Ende aber doch sehr einseitige Partie. Wir sind natürlich sehr zufrieden. Ich glaube, das war in den ersten 40 Minuten der erwartet starke Gegner, defensiv kompakt. Nach vorne haben sie auch ihre Nadelstiche gesetzt. Ich meine, ich glaube, ein perfekter Zeitpunkt mit dem Tor von Marco Nickel, super Einzelaktion. Das war natürlich ein bisschen der Dosenöffner. Und dann haben wir uns natürlich in der zweiten Halbzeit fest vorgenommen, dass wir auf das Zweite gehen. Und ich glaube, nachdem wir das 2:0 gemacht haben, das war vorentscheidend. Danach lief das natürlich in unsere Richtung. Wir haben defensiv in der ersten Halbzeit noch einigermaßen gut dagegen gehalten. Haben selber zwei, drei gute, wenn nicht sehr gute Möglichkeiten. Und in der Phase wäre es heute verpflichtend gewesen, ein Tor zu schießen, damit wir was erreichen. Im Nachgang über die 90 Minuten gesehen, muss man dann auch so ehrlich sein, war Albstadt einfach in allen Belangen überlegen. Und ja, da muss man dann zum verdienten Sieg gratulieren und wir müssen unsere Punkte dann an anderen Ort und Stelle holen. Zum Beispiel kommenden Samstag zu Hause gegen Ansbach, das schon eher die Krakenweite für Schalding sein dürfte als Albstadt, das für den SVS erneut keine Reise wert ist. Der TSV bleibt dagegen weiter ungeschlagen und übernimmt mit dem 6. Saisonsieg damit auch wieder Platz 1 in der Tabelle.